Hallihallo und herzlich willkommen bei Share and Grow, der Podcast für positive Psychologie und ein starkes Mindset. Mein Name ist Muriel und ich freue mich, dass du heute zuhörst. Und zwar rede ich nämlich heute darüber, wie du aufblühen kannst und zufriedener bist mit deinem Leben, und zwar mit dem Konzept Active Constructive Responding, und rede so ein bisschen darüber, was es mit diesen aktiv-konstruktiven Antworten auf sich hat, was es auslösen kann, wenn wir positive Ereignisse teilen mit unseren Mitmenschen, und freue mich sehr, dir davon zu berichten und dir ein bisschen was mit auf den Weg zu geben, was du vielleicht in zukünftigen Gesprächen anwenden kannst. Und muss auch sagen, dass ich bei der Vorbereitung selber mal wieder einiges reflektiert habe, auch aus eigenen Erfahrungen, wo ich auch noch ein bisschen hier und da verbessern kann, wie ich mit anderen Leuten rede und wie ich manchmal auf bestimmte Dinge reagiere. Und deshalb hat es mir super viel Spaß gemacht, die Folge vorzubereiten, und es macht mir jetzt genauso viel Spaß, sie einzusprechen, weil es einfach ein super schönes Thema ist. Und zwar ist es so, dass es ja eigentlich konsistent bewiesen ist, dass soziale Beziehungen essentiell für unser Wohlbefinden sind. Und sobald etwas Schlimmes passiert, wollen wir das unbedingt mit jemandem teilen. Und wenn etwas Unerwartetes passiert, dann wollen wir das auch direkt mit jemandem teilen, genauso wie wenn was Gutes passiert ist. Und dieses Teilen löst ja auch immer Reaktionen bei unseren Mitmenschen aus. Was übrigens, by the way, auch der Grund ist, wieso Social Media so gut funktioniert, weil du ganz viele Leute auf einmal mit deinen Neuigkeiten erreichen kannst und du musst nicht jeden Einzelnen abklappern, um ihm von deiner Neuigkeit zu erzählen. Und das stillt in uns einfach das menschliche Bedürfnis nach Aufmerksamkeit und stillt auch diesen wichtigsten menschlichen Wert, den wir haben, dass wir Bedeutung finden wollen, beziehungsweise Sinn finden wollen, aber auch Bedeutung beisteuern wollen. Das heißt, wenn irgendwas Gutes passiert und wir was daraus gelernt haben und das mit jemandem teilen können, dann hat uns das was gebracht, aber stiftet für die andere Person vielleicht auch einen Sinn. Und auch das ist so ein ganz zentraler menschlicher Wert, dieses Sinn finden und geben. Und auch das wird dadurch erfüllt, wenn wir Dinge, die passieren, mit anderen Menschen teilen. Aber was kann denn diese Reaktion, die uns andere Menschen dann bringen, auf unser Ereignis eigentlich auslösen? Und das ist zum Beispiel, wenn etwas Schlechtes passiert, dann spenden wir ja durch unsere Reaktion die benötigte Aufmerksamkeit, die Empathie und das Mitgefühl, was die Person dann in dem Moment braucht. Und das ist auch super wichtig, aber ich rede, wie du dir wahrscheinlich schon fast gedacht hast, heute darüber, was ist, wenn etwas Gutes passiert. Und zwar, wenn uns jemand irgendwie eine tolle Nachricht erzählt, wie ich habe einen Urlaub gebucht oder ich gehe auf eine Abenteuerreise oder ich habe die Liebe meines Lebens gefunden, was auch immer es sein mag. Und wenn wir als Gegenüber dann aktiv, konstruktiv reagieren und antworten, dann teilen wir diese Aufregung mit der Person, zeigen Freude in unserer Sprache durch Enthusiasmus und Energie. Und durch diese Reaktion, und auch das ist ja dann fast schon auch, wenn unser Gegenüber sehr erfreut und aufgeregt über das ist, was passiert, und wir genauso reagieren, ist das ja fast schon so eine Spiegelung. Und dadurch entsteht einfach mehr Liebe in der Beziehung, mehr Verständnis, mehr Anerkennung und auch Glück, das bei dem anderen ausgelöst wird. Weil es unserem Gegenüber einfach zeigt, dass wir involviert sind, dass wir interessiert an dem sind, was ihm passiert oder ihr, aber dass wir trotzdem ein konstruktives Gespräch führen können, wie zum Beispiel. Ich hatte gerade schon das Beispiel mit der Reise. Wenn jemand sagt, er geht jetzt auf große Reise, dann ist die Antwort, die wir hören möchten, nicht, ach ja, oh, das würde ich jetzt auch mal gerne machen oder da möchte ich auch schon immer mal hinreisen oder bestenfalls noch, oh, hast du gesehen, was da gerade im Moment passiert? Willst du da wirklich hinfahren? Ja, okay, wenn du schon den Flug gebucht hast. Das sind halt nicht so die Antworten, die wir selbst uns auch wünschen würden, wenn wir eine tolle Nachricht mit jemandem teilen, der uns wichtig ist. Und trotzdem passiert es uns, und ich glaube, es ist auch vollkommen menschlich, dass wir diese Antworten geben. Vielleicht auf der einen Seite auch Sorge um die Person oder was weiß ich, was dahinter steht. Aber wir sollten ein bisschen darauf achten, dass wenn wir Gespräche über das Schöne oder tolle Ereignisse führen, dass wir diese gemeinsamen schönen Ereignisse und Erfolge auch feiern und dass wir auch anderen Leuten davon erzählen
Weil es wurde bewiesen, dass dieses Teilen und dieses Spiegeln dieser positiven Reaktion eine Interaktion zwischen den beiden Gesprächspartnern auslöst, die unsere Gefühle verbessert, also unsere positiven Gefühle. Und nicht nur in dem Sinne, dass wir mehr positive Gefühle fühlen, sondern auch, dass es die Gefühlsintensität an sich steigert. Also ich freue mich dann nicht nur für die Person, sondern ich spüre diese Freude noch viel stärker, wenn ich dieses Gefühl spiegel oder diese Reaktion spiegel, als wenn ich ganz neutral sage, ja toll, freut mich für dich, dass du verreist. Und Forscher haben auch herausgefunden, dass gerade in Beziehungen, Freundschaften, alle möglichen Formen von zwischenmenschlichen Beziehungen oder sozialen Beziehungen, dass wenn in diesen Beziehungen beide Teile aktiv, konstruktiv auf positive Ereignisse reagieren, dass beide Teile dazu neigen, aufzublühen. Und ich habe das Wort aufblühen jetzt schon öfters benutzt. Und zwar unterscheidet man in der positiven Psychologie zwischen languish und flourish. Und zwar ist languish sowas wie, wenn ich sehr leide, wenn ich sehr ermattet bin. Das heißt, das ist auf einem unteren Level. Dann kannst du die Leute hochbringen auf ein Normallevel, wo sie halt einfach kein Leiden mehr haben, aber auch keine besondere Freude. Und wenn wir dann aufblühen, das ist dann über diesem Normallevel, das ist, wenn wir wirklich in etwas aufgehen und Zufriedenheit spüren. Und es ist eben bewiesen, dass wenn beide Teile aktiv, konstruktiv in einem Gespräch auf ein Ereignis reagieren, dass dann auch eben beide dazu neigen, schneller aufzublühen und zufriedener zu sein. Und das Schöne ist, nicht nur in Zusammenhang mit den eigenen Ereignissen, sondern auch in kausaler Verbindung mit dem Ereignis des Gegenübers. Das heißt, wenn dein bester Freund dir erzählt, dass er sich Hals über Kopf verliebt hat und dass die tollste Frau ist, die er je kennengelernt hat, und du teilst diesen Enthusiasmus mit ihm, dann kannst auch du dadurch aufblühen, dass er so glücklich ist, weil du das so sehr teilst mit ihm. Und das ist ja mega geil. Und das ist doch eigentlich auch die Antwort, die jeder von uns haben möchte. Geil, erzähl mir mehr über die oder erzähl mir mehr von dem Urlaub oder, die wir doch haben möchten, wenn wir was Positives erzählen. Wir wollen doch, dass die Person auch diesen Enthusiasmus mit uns teilt. Und das ist doch wirklich wahres Mitgefühl beziehungsweise wahre Empathie, und zwar nicht nur für das Negative und oder für nicht so gute Ereignisse. Das ist genauso wichtig für diese Unterstützung, wie ich am Anfang gesagt habe, und das gezeigte Mitgefühl, sondern auch für die positiven Dinge, damit auch beide Seiten das Beste daraus mitnehmen können, weil, wie ich gerade gesagt habe, beide Seiten können dadurch aufblühen. Und dieses Teil löst einfach Interaktionen aus, die, wie gesagt, positive Gefühle steigern können. Und wenn du jetzt mal an eine Situation denkst, wo dir jemand erzählt hat, irgendeine gute Nachricht übermittelt hat, dann überleg doch mal, wie du reagiert hast. Hast du dich gefreut, aber hast es nicht wirklich gezeigt? Dann warst du eher passiv-konstruktiv, also schon, ja, cool, aber du hast es nicht wirklich ausgedrückt. Oder bist du vielleicht skeptisch, wie das zum Beispiel mit dem, ja, hast du in den Nachrichten gesehen, was da gerade passiert, und zeigst, dass es vielleicht doch gar nicht so eine tolle Nachricht ist? Dann bist du tatsächlich aktiv-destruktiv. Oder reagierst du einfach mit einer Gleichgültigkeit? Das ist passiv-destruktiv. Manchmal denken wir ja mit Gleichgültigkeit oder mit, vielleicht nicht zwingend Gleichgültigkeit, aber so einer Neutralität, tun wir niemandem weh, aber es ist halt schon sehr destruktiv, wenn wir gleichgültig antworten. Und deshalb meine 5 Tipps an dich, wie du nächstes Mal, wenn dir jemand eine positive Nachricht überbringt oder dir von was Tollem erzählt, was ihn begeistert, versuche aktiv-destruktiv zu reagieren, indem du erstens enthusiastisch antwortest und halt eine ganz energetische Sprache benutzt, indem du zweitens auch bereit bist, Gutes zu feiern, also auch mal zu sagen, komm, darauf stoßen wir an, oder dein Gegenüber in den Arm zu nehmen, ist halt einfach zu feiern. Indem du drittens dich engagierst in dem Gespräch und Fragen stellst, die auch dein Gegenüber einladen, mehr darüber zu erzählen und mehr zu berichten, und hier vielleicht auch nicht nur fragen, ja, wann fliegst du denn, sondern so, was hast du geplant und erzähl doch mal und ach, wie soll es denn ablaufen etc., dass du halt dein Gegenüber wirklich einlädst, viel zu erzählen. Dann viertens, indem du die Gefühle anerkennst, die dein Gegenüber darüber hat, damit du, wenn du sie anerkennst, auch einfach mitfühlen kannst, aber auch deine eigenen Gefühle anerkennst, also auch in dich hineinhorchst, okay,
ist das jetzt hier wirklich echtes Mitgefühl, echte Freude, die ich teilen kann? Und indem du fünftens volle Aufmerksamkeit, und der Punkt ist mir so unendlich wichtig, volle Aufmerksamkeit für dein Gegenüber hast, indem du kein Handy in der Hand hast, indem du Blickkontakt hältst und wirklich, wirklich präsent bist für dein Gegenüber, weil allein diese Präsenz und deinem Gesprächspartner zu zeigen, du bist mir wichtig und jetzt gerade in diesem Moment zählst nur du und ich möchte das mit dir teilen, dieses positive Ereignis, das löst schon so viel aus und verbindet dich so sehr mit deinem Gegenüber auf einem ganz anderen Level, als wenn du dabei irgendwie noch dein Handy in der Hand hättest oder deinem Gegenüber nicht in die Augen guckst. Und jetzt wünsche ich dir ganz, ganz viel Spaß beim aktiv-konstruktiven Antworten. Active-constructive responding klingt dann noch ein bisschen besser. Aber ich mache das hier auf Deutsch, deshalb aktives, konstruktives Antworten. Ich hoffe, dass du es umsetzen kannst in deinem Alltag und ich bin auch mal gespannt, was es bei mir auslesen wird, wenn ich mal wieder mit noch mehr Freude auf andere Ereignisse reagiere. Und bin gespannt, wenn du mir erzählst, was passiert ist. Und wenn du diese Podcast-Folge gut fandest, dann freue ich mich auch sehr über eine Bewertung bei iTunes, damit ich noch mehr Leute mit der positiven Psychologie erreichen kann. Und du kannst mir auch gerne auf Social Media folgen. Und bis dahin wünsche ich dir ganz viel Erfolg beim Umsetzen. Share and grow, deine Muriel.